Ja, herzlich willkommen, Luca Rohleder, zu meinem Interview über intuitive Lebensführung. Und zwar freue ich mich sehr, dass ich ein bisschen was erfahre und fange auch schon gleich mit der ersten Frage an. Ich werde oft gefragt, was ist Intuition? Und da wollte ich gerne mal die Frage an dich weitergeben. Ja, da bin ich auch sehr dankbar, dass du mir die Frage stellst, weil das ist tatsächlich, ich will nicht sagen, ein schwieriges Thema, aber es ist ein sehr erklärungsbedürftiges Thema. Es ist richtig, dass ich praktisch in meinen Büchern oder aber auch in anderen Interviews immer wieder die intuitive Lebensführung empfehle, was besonders für meine Zielgruppe, die Empathen, die Feinfühligen, die Hochsensiblen letztendlich maßgeblich ist. Und da ist es wichtig, und deswegen finde ich auch dieses Gespräch sehr gut, dass du mir die Möglichkeit gibst, darüber mal zu sprechen, dass man erstmal mit den Grundlagen anfängt. Was ist denn eigentlich Intuition? Ich will nicht zu weit ausholen und das Ganze auch nicht zu verkomplizieren. Wichtig ist nur, dass Intuition ein Begriff ist, der in der Psychologie nicht eindeutig definiert ist. Das heißt, fragen wir 10 Menschen oder machen eine Umfrage, was Intuition, dann werden wir das Erlebnis haben, dass wir so viele Antworten haben wie Fragen bezüglich der Intuition, und zwar alles sehr unterschiedlich. Deswegen möchte ich einfach mal grundsätzliche Dinge über Intuition besprechen. Wo fangen wir am besten an? Also, wenn wir anstelle des Begriffs Intuition Instinkt nehmen, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute viel besser, sagen wir mal, greifen können, was das Wort bedeutet. Was ein Instinkt ist, es kommt ja eigentlich in der Tierwelt. Das heißt, wir benutzen dieses Wort eigentlich für die Tierwelt. Was letztendlich Instinkt ist, kann sich jeder mehr oder weniger vorstellen. Ein Instinkt ist im Prinzip eine Information, ein Wissen, was unbewusst letztendlich in uns aufsteigt. Da ist letztendlich die Betonung Unbewusstheit sehr, sehr wichtig. Das heißt, Intuition ist ein Teil unseres Unterbewusstseins. Und wenn wir Menschen etwas überhaupt nicht mögen, dass wir eine Fähigkeit haben, was wir bewusst nicht wahrnehmen können. Aber das ist im Prinzip so. Es gibt lebenserfahrene Menschen beziehungsweise Meister in diesem Thema, die über viele Jahre es tatsächlich hinbekommen haben, bewusst auf ihre Intuition zuzugreifen. Aber auch die, wenn man sich mit ihnen unterhält, müssen zugeben, dass das nicht zu 100% funktioniert. Also wir werden, wenn wir unser Bewusstsein einschalten, um einen unbewussten Vorgang zu erklären oder zu bewerten, werden wir immer in einem Konflikt sein, dass wir letztendlich etwas bewerten möchten, was nicht bewertbar ist. Also du meinst, wenn der Verstand eingeschaltet wird? Ja, das heißt, alles, was wir fühlen, denken, unsere Stimmungen, sind letztendlich ein Teil unseres Bewusstseins. Das Problem, was heißt das Problem? Das Schöne an der ganzen Sache ist, dass 95% unserer Körperfunktionen, aber auch 95% unserer Emotionen, unsere Gefühle, unseres Denkens und auch unser Wissen, unbewusst abläuft. Das heißt, wir haben auf unseren Körper und die Funktionen unseres Körpers nur zu 5% Zugriff. 95% läuft unbewusst und dient letztendlich unserem Leben. So, das heißt, wenn wir intuitiv leben oder wenn wir das Wort Intuition in den Mund nehmen, müssen wir uns damit abfinden, dass das Intuition diese 95% unseres Körpers betrifft, was wir bewusst nicht greifen können, nicht fassen können, auch nicht richtig, Entschuldigung, bewerten können. Das heißt, wir müssen uns auf unser Unterbewusstsein verlassen. Wir müssen uns auf etwas verlassen, was wir nicht fassen können, was wir nicht kontrollieren können, weil wir es nicht kennen. Deshalb heißt es ja Unterbewusstsein sozusagen. Jetzt werde ich immer wieder gefragt, ist es denn sinnvoll,
sich auf etwas Unterbewusstes zu verlassen, wenn ich doch letztendlich in meinem Leben bestimmte Ziele, bestimmte Wünsche, bestimmte Sehnsüchte oder Informationen letztendlich erhalten möchte. Das heißt, ich brauche doch etwas Konkretes, meine Pläne oder meine Ziele oder meine Sehnsüchte zu realisieren oder um überhaupt Umstände bewerten zu können. Dazu kann ich nur eins sagen. Es gibt eine Evolution und es gibt auch die Gesetze der Evolution. Man nennt es auch Naturgesetze. Die Evolution hat gezeigt, dass unser Unterbewusstsein immer auf unserer Seite ist. Warum ist unser Unterbewusstsein immer auf unserer Seite? Gehen wir wieder zum Thema Instinkt. Die Instinkte der Tierwelt dienen in letzter Konsequenz nur dazu, um zu überleben, also nicht gefressen zu werden, beziehungsweise um jagen zu können, um Umfeld und Umwelt, die Natur bewerten zu können, um letztendlich Nahrung zu finden. Das heißt, sehr viele Tiere sind rein instinktgesteuert, je nachdem, welche Evolutionsstufe sie sind. Und diese Instinkte haben nur eine Aufgabe, das Leben zu sichern, das Überleben eines jeden Individuums. Das heißt, unser Unterbewusstsein, und die Intuition ist Teil des Unterbewusstseins, ist immer auf unserer Seite und agiert jeden Tag in einer sehr mächtigen Art und Weise, um unser Leben zu schützen. No? Ja. Jetzt hat die Evolution gezeigt, dass der Mensch das erfolgreichste Lebewesen ist, seit Anbeginn der Welt. Das heißt, wir haben die größte Fähigkeit, also die ausgeprägteste Fähigkeit, unsere Interessen, das heißt unser Überleben zu sichern. Das ist der Grund, warum wir uns über Jahrtausende an die Spitze der Nahrungskette hochgearbeitet haben, weil wir mit hoher Wahrscheinlichkeit den stärksten Überlebenswillen haben. Das heißt, wir haben auch die stärkste Kraft, unsere Interessen zu wahren. Und jetzt, wenn wir wieder zurück in die Natur gehen, unsere Interessen sind Überleben, ist immer das Überleben. Das heißt, wenn wir uns eingestehen oder uns ins Bewusstsein rufen, dass wir den stärksten Instinkt haben oder die mächtigste Intuition überhaupt von allen Lebewesen, dann haben wir auch ein sehr mächtiges Unterbewusstsein. Wahnsinn. Und wenn unser Unterbewusstsein im Prinzip jeden Tag dabei ist, unsere Interessen und wenn das Unterbewusstsein jeden Tag, Sekunde für Sekunde, Minute für Minute, Stunde für Stunde, damit beschäftigt ist, unser Überleben zu sichern, dann heißt es auch, dass unser Unterbewusstsein unsere Interessen schützt und wahrt. Beispiel, wenn wir zum Beispiel unglücklich sind, dann ist dieses Unglücklichsein, diese Frustration, diese Traurigkeit ein Zustand, in dem wir zu wenig Lebensenergie haben. Ja, das stimmt. Strotzen wir vor Lebensenergie, dann kann es letztendlich alles überstrahlen und wir empfinden Lebensglück. Das heißt, unser seelischer Zustand ist letztendlich immer davon abhängig, wie kräftig oder wie stabil unsere Lebensenergie gerade ist. Ne? Platzen wir vor Lebensfreude, dann muss schon sehr, sehr viel kommen, dass wir das Gefühl haben, unglücklich zu sein. Das heißt, das Unglück ist immer ein kleines Stückchen Sterben. Und wenn unser Unterbewusstsein letztendlich immer jeden Tag die Interessen verfolgt, unser Überleben zu sichern, dann wird unser Unterbewusstsein auch immer dafür sorgen, dass unsere Lebensenergie ein hohes Level hat, sodass wir letztendlich auch überleben können und wir in der Zivilisation sagen Lebensfreude. Wenn wir ein paar tausend Jahre zurückgehen, brauche ich viel Lebensenergie, um zu laufen, um das Tier zu fangen, um Futter zu bekommen, ne? Oder das Feld zu beackern. Das heißt, der Grad unserer Lebensenergie ist immer oder beeinflusst unsere Leistungsfähigkeit oder unsere Fähigkeit, glücklich zu sein, in hohem Maße. So, ein bisschen ausgeholt, ein bisschen kompliziert, aber wenn man diese Grundlagen erstmal sich näher
ins Bewusstsein holt, dann weiß man oder dann kann man sich schon aus evolutionären Gründen erklären, dass unsere Intuition, was ja nie, nichts anderes wie ein Instinkt ist, immer auf unsere Seite ist. Das heißt, unsere Intuition, und ich nenne es nochmal Instinkte, liefern uns jeden Tag Informationen, was für uns gut ist und was für uns nicht gut ist. Was wir dann aus unserem, was wir aus dieser Information machen, ist eine andere Geschichte. Beispiel. Und jetzt kommt auch der Knackpunkt, warum man, um intuitiv leben zu können, auch relativ viel Übung, Training oder Lebenserfahrung braucht. Beispiel. Wir treffen auf einen wildfremden Menschen. Wenn wir zentriert sind, das heißt, uns geht es gut, wir sind in der Realität, wir sind fokussiert und bewerten diesen Menschen wertfrei, dann werden wir intuitiv, besonders diejenigen, die eine intuitive Begabung haben, werden relativ viel Information bekommen über dieses Gegenüber, obwohl man ihn nicht kennt. Das heißt, wir bekommen eine Ahnung, eine Information, eine Stimmung, wer das sein könnte. Ja. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, je nachdem, wie stark die Intuition ausgeprägt ist, bekommen wir relativ viele Informationen, ohne überhaupt verbal letztendlich etwas von dem Gegenüber zu hören. Das sind neutrale Informationen, die wir dann letztendlich verarbeiten können. Variante A. Jetzt kommt die Variante B. Wir treffen den gleichen fremden Menschen, den wir noch nie gesehen haben, und er macht eine Handbewegung, die wir kennen aus unserer Vergangenheit, sofort, mit der wir auch eine negative Emotion verbinden. Sofort bekommen wir ein schlechtes Gefühl. Das ist nicht Intuition. Und das ist auch die Problematik der meisten Menschen da draußen, dass sie oft mit Ängsten oder mit Vergangenheitserlebnissen und das sogenannte schlechte Gefühl oder Ahnung verwechseln mit Intuition. Ja, genau. Intuition bietet kein Gefühl. Intuition bietet ein Wissen, Informationsstand. Ne? Gefährlich, nicht gefährlich. Mhm. Funktioniert, funktioniert nicht. Gut, schlecht. Ja. Ne? So. Warum manche Leute denken oder warum viele Menschen denken, dass Intuition etwas mit Gefühlen zu tun hat, liegt an diesem missverständlichen Wort Bauchgefühl. Ne? Weil Intuition ist ja unser Bauchgefühl. Jetzt ist unglücklicherweise, hat man dieses Gefühlswort damit reingetan. Das liegt einfach daran, dass die Medizin bzw. die Psychologie mit dem Thema Intuition oder zwischenmenschlichen Information, also die Information zwischen den Zeilen, nichts anfangen kann. Und alles, was die Medizin und Psychologie letztendlich nicht klar definieren kann, nennen sie irgendwie Gefühle. Das ist auch der Grund, warum das Wort Gefühl nirgends klar definiert ist. Das heißt, wir haben in der akademischen Wissenschaft keine Definition, was ein Gefühl ist. Aber das ist ein anderes Thema. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Eine Intuition gibt mir immer eine klare Information. Und zwar zu allem, was ich letztendlich erlebe. Ich würde es viel lieber nicht Gefühl nennen, sondern es ist ein Wissen letztendlich, ob etwas in meinem Sinne ist oder etwas nicht in meinem Sinne ist. Weil die Intuition, lassen wir uns nochmal letztendlich zu betonen, Intuition ist ein Urprodukt unserer Historie, das heißt der menschlichen Historie aus der Evolution und dient zu unserem Überleben. Das heißt, unsere Intuition wird uns immer Informationen geben, was gut für unser Überleben ist und was nicht so gut für unser Überleben ist. Ja. So, was wir mit diesen Informationen letztendlich machen, ist eine andere Geschichte. Zweites Beispiel, warum wir letztendlich es sehr schwer haben werden, Intuition bewusst wahrnehmen und bewerten zu können. Es gibt Momente, wo ich die Straßenseite wechsle. Genau, ja. Ich kann dir nicht sagen, warum ich die Straßenseite wechsle. Es ist ein unbewusster Vorgang. Ich habe einfach die Information in meinem Körper, ich möchte jetzt die Straßenseite wechseln.
Es ist ein unbewusster Vorgang, was meine Intuition, das ist ein intuitiver Vorgang, was meine Intuition damit bewirken möchte, weiß ich nicht. Wir wissen nicht, wie oft oder wie tausende Male unsere Intuition uns schon geschützt hat, ohne dass wir letztendlich es bemerken. Anderes Beispiel: Ich fahre auf der Autobahn mit meinem Fahrzeug und fahre letztendlich 100 oder 120 und aus irgendeinem Grund habe ich Lust, 140 oder 150 zu fahren. Es gibt keinen Grund. Was letztendlich das bedeutet, können wir auch bewusst nicht klar machen. Wir können uns das sicher sein, es wird seinen Grund haben. So, das heißt, wenn wir grundlos etwas tun oder erfahren oder etwas erleben, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Intuition im Spiel. Ja. Ja, ich denke auch, beim Tagesablauf fällt das gar nicht so auf. Was bei mir dann immer so ist, morgens oder nachts werde ich immer so wach. Hast du das auch? Und dann noch irgendwie so eine Gedanke oder so eine Intuition zu bekommen? Wie meinst du das jetzt mit einem morgens wach? Also ich wache morgens auf und stehe dann auf. Ja, so einen Gedanke habe und den dann folgen möchte. Zum Beispiel, wenn ich mir abends was aufschreibe, was für den nächsten Tag wichtig ist, dann kann es sein, dass das über Nacht ganz anders ist. Dass ich dann wach werde und denke, dass ich dann so eine Klarheit habe einfach. Oder ist das schon wieder der Verstand? Oder hat das also auch... das ist wieder ein ganz anderes Thema. Das ist letztendlich das Thema, was passiert, wenn wir schlafen. Auch darüber ist sich die Wissenschaft tatsächlich nicht einig. Aber es sprechen alle Indizien dafür, dass wir nachts die Themen vom Tag zuvor einfach verarbeiten. Und das Verarbeitungsergebnis liegt dem Bewusstsein dann vor, wenn wir aufwachen. Und daraus entsteht im Prinzip eine neue Datenlage, einen neuen Wissensstand. Und das erleben wir als neue Idee so eine Art Aufforderung, was zu tun ist. Aber es ist nichts, das ist eigentlich Kopf, das ist nichts anderes wie ein Verarbeitungsergebnis aus der Nacht. Deshalb empfehle ich ja auch immer wieder vormittags oder morgens nach dem Aufwachen, sich in Ruhe hinzusetzen und einfach ein Tagebuch zu schreiben, weil ich da unbewusst Informationen in mein Tagebuch notiere, die Verarbeitungsergebnisse von intellektuellen Vorgängen in der Nacht darstellen. Das heißt, es ist natürlich sinnvoller, direkt nach dem Aufwachen etwas niederzuschreiben, weil die Ergebnisse aus der Verarbeitung natürlich noch sehr frisch sind. No? Deshalb habe ich schon immer oder schon Jahrzehnte ein Tagebuch geschrieben nach dem Aufstehen. Oder ich merke auch, dass direkt nach dem Aufstehen der Kopf erstmal besser funktioniert, neue Ideen, die Kreativität ist da, aber letztendlich ist es ein Ergebnis aus intellektuellen Prozessen unseres Gehirns. Und dafür sollen ja auch Träume sein, aber auch da streiten sich ja die Geister, dass ein Traum nur ein Nebeneffekt ist von Verarbeitungsprozessen, von Erlebnissen oder Informationen, die wir den Tag zuvor letztendlich mit unserem Bewusstsein aufgenommen haben. Ja, spannend, wie facettenreich das ganze Thema ist, ne? Finde ich gerade sehr erstaunlich, was alles zusammenspielt. Es ist tatsächlich hochinteressant und auch sehr schwierig. Warum schwierig? Wenn wir feststellen, und darüber ist sich die Medizin, die Psychologie ziemlich einig, und es gibt wenig Themen, wo sich die Medizin und Psychologie einig sind, wenn wir 95% unseres Lebens unbewusst leben, ne? Und wir aber den Anspruch haben, mit unserem Bewusstsein 100% unseres Lebens zu kontrollieren, dann entstehen Konflikte. Ja, genau. Dann entstehen Konflikte und dann entsteht diese absurde Situation, dass ich mit 5% meines Körpers 95% meines Körpers kontrollieren möchte, oder 100% meines Körpers kontrollieren möchte. Das geht nicht. Also, wenn ich so an meine Arbeit denke, dann fällt mir immer auf, wenn ich dann, sage ich mal, reagieren muss, weil ich gar nicht so viel Zeit habe zum Nachdenken, dann klappt das super mit der Intuition.
Dann greift man einfach nach einem Pinsel, gibt dem die Teilnehmerin und die wundert sich, weil ich ihr letztes Mal einen anderen Pinsel gegeben hatte für Gras, sage ich mal, und dann will sie aber anderes Gras malen. Und genau. Deshalb empfehle ich ja auch in meinen Büchern immer ein großes Thema des Loslassens. Erst wenn ich in der Realität bin und erst wenn ich konzentriert bin, die Esoteriker sagen, erst wenn ich geerdet bin, im Leben stehe und die Fokussierung im Jetzt habe, erst dann kann ich überhaupt intuitiv leben. Bin ich mit meinen Gedanken immer in der Vergangenheit oder bin ich letztendlich mit meinen Gedanken ständig in der Zukunft, dann bekomme ich mit hoher Wahrscheinlichkeit alle Informationen, Wissensstände, die meine Intuition letztendlich liefert und mich auch versorgt damit, überhaupt nicht mit. Das heißt, ich bin ständig abgelenkt. Ich kann nur letztendlich auf meine Intuition zugreifen, umgekehrt, die Intuition greift ja auf mich zu, ja. Wenn ich im Prinzip jetzt da bin, wenn ich konzentriert bin. Ne? Und ja. Das ist auch die große Problematik, wo viele Menschen auch ihre Probleme haben, diese Fokussierung und diese Konzentrationsfähigkeit im Jetzt. Das heißt, sehr viele sind mit ihrem Kopf in der Vergangenheit oder in der Zukunft letztendlich Trauer über Vergangenes oder Ängste über zukünftige Dinge, ja. Die ich nicht vorhersehen kann. Und dadurch entsteht ein Mischmasch aus Emotionen und Ängsten, die in mir immer irgendwie ein Gefühl aufsteigen lassen. Das hat alles nichts mit Intuition zu tun. Das hat letztendlich mit meinem Gehirn zu tun, dass mein Gehirn entscheiden kann und dass wir alle entscheiden können, ob wir Informationen aufnehmen, die ich neu erlebe, also das Jetzt ist immer neu, oder ob ich das Jetzt einfach streiche und von Informationen leben, die ich bisher schon gelebt habe oder erleben möchte. Mhm. Das ist das gleiche wie mir. Das ist das gleiche Prinzip mit Emotionen. Jeder Mensch kann entscheiden, kann ich auf Emotionen zugreifen, die ich jetzt generiere, man nennt das Stimmung, oder bin ich nicht mehr in der Lage, eine Stimmung für das Jetzt zu generieren, weil ich von Emotionen lebe, die ich in meinem Gedächtnis abgespeichert habe. Ja. No? Jeder Gedächtniskünstler weiß, dass wenn ich mir etwas merken möchte, brauche ich ein Bild, eine Stimmung, eine Emotion. Das heißt, je mehr Information ich zu einem Informationsstand habe, desto tiefer kann ich das in meinem Gedächtnis und umso besser kann ich das in meinem Gedächtnis abspeichern. Und wenn diese Informationen wieder abgerufen werden, dann kommen natürlich auch die alten Emotionen wieder hoch. Ja. No? Dann sind wir wieder bei dem Beispiel vorhin, das ich vorhin gegeben habe, wenn ich einen wildfremden Menschen bekomme, und er erinnert mich an jemand Fremdes, mit dem ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, dann werde ich den Fremden mit einer gewissen Hab-Acht-Stellung, mit einer vermeintlichen intuitiven, mit einem intuitiven negativen Gefühl letztendlich verbinden und denke, ich hätte eine Ahnung, welcher Mensch das ist. Dabei bin ich ganz weit weg von dem Thema Intuition. Ja, das ist immer so schade, ne? Das ist mir auch schon oft passiert. Und dann bin ich ganz überrascht, dass die denn ganz nett sind. So. Hast du das auch so gehabt? Richtig, also die Fähigkeit, wertfrei im Jetzt Informationen zu generieren, ja. Unterscheidet maßgeblich die Menschen, die intuitiv letztendlich ihre Vorteile aufnehmen und erkennen. Und von denen, die letztendlich von der Intuition vollständig abgeschnitten sind, weil sie ständig in Emotionen und Gefühlen verstrickt sind, die sie irgendwann mal im Gedächtnis mehr oder weniger abgelegt haben und natürlich auch projizieren. Ne? Es gibt viele Menschen, und das bekommen wir in unserer Schulausbildung auch nicht beigebracht, der Unterschied zwischen Emotionen wissen, was Gedächtnisleistung ist, und letztendlich daraus ich Projektionen produziere, was auch mit Emotionen verbunden ist, was die Zukunft betrifft. Das heißt, ich kann jeden Tag emotional leben, ein Auf und Ab im Leben agieren, ohne am Leben teilzunehmen. Ja, schade, ne? Das war nur. Ja. Hast du eigentlich einen Tipp, wie man sich so erdet, dass man seine Intuition wahrnehmen kann?
Also wenn ich das beim Malen mache, ich gehe mit den Teilnehmern immer durch den Garten und versuche so ein bisschen runterzukommen. Wir machen dann auch eine Meditation und entspannen und so, dass man sich wirklich auf sich selber konzentriert. Aber wie macht man das jetzt im Leben? Also wenn ich jetzt meinen Ding morgen, hast du da eine Idee? Das Problem beginnt viel früher. Das Problem ist jemand fähig, Selbstbewusstsein aufzubauen? Und zwar, wie ich schon sagte, im wortwörtlichen Sinne. Selbstbewusstsein entsteht, wenn ich mir meiner selbst bewusst werde. So, Selbstbewusstsein ist nicht Selbstvertrauen. Selbstbewusstsein ist die Basis für Selbstvertrauen. Das heißt, für alles, ob ich jetzt intuitiv leben möchte, ob ich mehr Mut generieren möchte, ob ich Selbstvertrauen oder ein Selbstwertgefühl produzieren möchte, muss ich erstmal mir selbst bewusst werden. Das ist die Basis für alles. Das heißt, mir muss überhaupt erstmal auffallen, wo ich gerade bin mit meinen Gedanken. Bin ich gerade im Fokus? Das heißt, bin ich zentriert? Bin ich im Jetzt? Nehme ich die Information, die mir meine Umfeld oder meine Umwelt mir bietet, nehme ich die neutral auf oder vergleiche ständig alles, was ich mitbekomme, mit Datenständen, die ich schon habe. Ja. Ne? So, das heißt, der erste Tipp ist, zu üben und sich immer wieder daran zu erinnern, wo bin ich gerade mit meinen Gedanken? Mhm. Eine schöne Übung ist, oder eine beliebte Frage von mir ist, wenn Menschen gerade im Berufsleben mit vielen Menschen zu tun haben, frage ich sie immer, welche Augenfarben haben die Leute heute gehabt, mit denen du heute gesprochen hast? Da können wir 99% der Menschen nicht sagen, ob derjenige, mit dem sie gesprochen hat, blaue Augen, grüne Augen, braune Augen gehabt hat, weil diejenigen so mit sich selbst und mit ihrem Kopf beschäftigt waren, dass sie das Gegenüber überhaupt nicht aufgenommen haben, überhaupt nicht bemerkt haben. Mhm. So, das ist zum Beispiel eine schöne Übung, dass ich mir zum Beispiel morgens beim Tagebuch schreiben oder irgendwann mal mich hinsetze und mir überlege, welche Informationen habe ich aufgenommen, was habe ich bemerkt, was habe ich nicht bemerkt. Ne? Ein schönes Beispiel ist, ich fahre morgen zur Arbeit, steige ins Auto, komme an der Arbeit an und auf der Arbeit merke ich, dass ich mich nicht mehr an die Fahrt erinnern kann. Weil ich bei der ganzen Fahrt mit meinem Kopf irgendwo in der Vergangenheit, in der Zukunft war und habe letztendlich das Jetzt überhaupt nicht mehr erlebt. Ja. Ich kann über Jahre hinweg, über Jahrzehnte, kann ich im Prinzip am Leben vorbeileben, weil ich ständig irgendwo anders bin und nicht das Leben selbst sehe, weil ich mir selbst nicht bewusst bin. Ne? Also Augenschauen wäre ein Beispiel. Wenn man sitzt, sich mal zu konzentrieren, wie sich das anfühlt, welche Kontaktflächen letztendlich hat mein Körper, wenn ich stehe, wie fühlen sich meine Fußsohlen an zum Beispiel, ja. Höre ich dem Gegenüber tatsächlich zu, kann ich das, was der mir sagt, nach 10 Minuten wiederholen? Mhm. Oder nehme ich im Prinzip nur Stimmungen auf, nehme ich vielleicht nur meine eigenen Stimmungen auf? Lange Rede, kurzer Sinn. Intuition ist etwas, was nur funktioniert, wenn ich im Jetzt lebe. Das heißt, wenn ich jetzt in der Gegenwart konzentriert bin, dann werde ich auf einmal merken, dass ich das Gefühl habe, Anführungsstrichen Gefühl, ich muss jetzt die Straße wechseln. Mhm. Ne? Dann werde ich merken, Moment, ich glaube, das ist nicht gut für mich, ich werde diesen Weg gehen. Oder ich werde jetzt einfach mal die Geschwindigkeit reduzieren und hoppla, da kommt die Radarfalle, wo ich letztendlich schon in der komfortablen Lage bin, dass meine Intuition schon 100 Meter vorher gesagt hat, geh vom Gas. Ich wusste überhaupt nicht, warum ich vom Gas gehen soll. So, das geht nur, wenn ich mich spüre, wenn ich im Jetzt bin und wenn ich diese Information stelle, die Intuition mir jeden Tag, jede Sekunde gibt, überhaupt bemerke. Ja. Das ist der wichtigste Punkt an der ganzen Sache. Deshalb kann man nicht sagen, wenn du intuitiv leben willst, dann musst du A, B, C, D, E machen, sondern das ist, weil uns das auch niemand beibringt. Vor allem, das ist ja auch gerade schwer in der jetzigen Zeit, sich so zu konzentrieren, wo wir so viel Ablenkung kriegen, ne? Durch WhatsApp, ja. Instagram, durch die sozialen Medien, durch Fernsehen.
Also ich finde das total schwierig, das Telefon wirklich mal so Zeiten zu haben, wo man wirklich nur bei sich ist. Also das habe ich gerade, wenn ich mal mit dem Fahrrad in die Natur fahre, ne? Also und das Ja. Handy zu Hause lasse. Aber ansonsten, wenn ich es mit habe, dann merke ich auch schon wieder, wie ich mich ablenke. Also. Das ist richtig. Das ist aber im Prinzip, das ist unser System. Also wir leben in der Marktwirtschaft. Es ist ja eigentlich eine Marketingwirtschaft oder im Kapitalismus. Und da geht es ja nicht um Sinn oder Werte oder eine Weltverbesserung, sondern geht es um Genau. Profit. Ne? Und wenn ich in einem System lebe, in dem Menschen nur Konsumenten sind, dann kann ich keine Konsumenten brauchen, die intuitiv leben. Ja, Ne? stimmt. So, dann bin ich natürlich interessiert, die abzulenken und mit Zukunftsängsten zu versorgen oder irgendwie Deckmenschen drüber zu stülpen, dass sie schön und brav meine Produkte kaufen und ordentlich konsumieren. Das ist ein anderes Thema. Ja, Ne? wow. Also unser System fördert natürlich nicht Menschen, die intuitiv leben, weil mit denen kann man nichts anfangen. Die sind wenig manipulierbar, die kaufen nicht das, was man ihnen sagt, die machen auch nicht das, was man ihnen sagt, sondern die leben aus sich heraus. Ja. Das ist für jemanden, der etwas verkaufen will, oder für Instagram oder Facebook oder ähnliches, natürlich sehr, sehr ungeschickt. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass wenn jemand zu viel Medienkonsum hat, dann ist die Gefahr sehr groß, dass er sich selbst verliert, weil er ständig Lebenskonzepte und Ideen und Themen oder auch Marketingstrategien aufnimmt, die ihn ständig von seiner selbst ablenken. Ne? Aber das ist wiederum ein ganz anderes Thema. Da sind wir schon bei der Pädagogik. Und auch da streiten sich ja mehr oder weniger die Geister. Wichtig ist nur, dass Intuition kein Gefühl ist, sondern Wissen. Genau, ja, Und das. das Gefühl, was wir dann bewusst erleben, was aufsteigt, ist eine Reaktion von diesem Wissen. Ne? Das ist sehr wichtig, weil wir können nicht vor etwas Angst haben, was wir nicht kennen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Angst funktioniert nur auf der Basis von Wissen. Ein schönes Beispiel in der Kleinkindforschung. Ein kleines Baby direkt nach der Geburt hat noch kein vernetztes Großhirn. Also das Gehirn funktioniert, ist in keiner, die Synapsen im Gehirn sind noch nicht vernetzt. Das heißt, es hat im Prinzip keine Informationen über die Umwelt oder über das Leben. Wenn man diesem Kind letztendlich jetzt mit der Hand in Richtung seines Kopfes geht und so tut, als würde man ihm eine Ohrfeige geben, dann würde das Kind keine Reaktion zeigen, weil das Kind kennt diese Hand nicht. Und das Kind kennt auch nicht die Ohrfeige. Erst wenn wir das Wissen haben, dass es Hände gibt, die Ohrfeigen verteilen können, erst dann können wir überhaupt Angst haben. So, das heißt, Intuition generiert Wissen und das Wissen letztendlich, das verursacht dann ein Gefühl, was wir dann vielleicht auch spüren. Und wir müssen dann entscheiden, ob wir Angst vor diesem Wissen haben. Typisches Beispiel. Es gibt eine berufliche Situation, wo ich mich überwinden muss und vielleicht das erste Mal vor 200 Menschen sprechen muss. So, jetzt sagt mir meine Intuition genau, das musst du tun. Meine Ängste sagen aber, das will ich überhaupt nicht tun. Und jetzt kommt genau diese Situation, was viele Menschen erleben. Sie verwechseln Intuition mit Ängsten. Wenn ich vor etwas Angst habe, hat das nichts mit der Intuition zu tun, sondern die Intuition bietet Wissen. Und nehmen wir gerade dieses Beispiel, wenn jemand zentriert ist und er hat ein gewisses Gefühl für das Jetzt und auch ein gewisses Gefühl für inneres Wissen entwickelt, da braucht man viel Lebenserfahrung, das ist eine Trainingsfrage, dann weiß er, ich muss vor diesen 200 Menschen sprechen. Ne? Es gibt aber auch Menschen, die sagen, ich muss nie vor 200 Menschen sprechen. Das heißt, die hören die Information und wissen genau, das betrifft mich nicht. Und andere Menschen letztendlich hören die Information, das betrifft mich. Das heißt, die Intuition sagt mir, was für mich gut und schlecht ist. Das heißt nicht, dass es für andere gut und schlecht
sein muss. Ja. Ich muss mich immer daran erinnern, dass meine Intuition Bestandteil meines Unterbewusstseins ist und ich schon aus evolutionären Gründen über ein Unterbewusstsein verfüge, was niemals gegen meine Interessen arbeitet. Ja. Mein Unterbewusstsein wird alles tun, um mein Überleben, also auch meine Lebensenergie, mein Level der Lebensenergie hochzuhalten. Das heißt, geht es mir schlecht oder komme ich in unglückliche Situationen in einem Maße, was schon ungewöhnlich ist, weil es gibt kein 100% glückliches Leben, sondern wir werden zwischendrin immer mal glückliche und unglückliche Momente haben. Aber lebe ich ein Leben, in dem ständig ein gewisses Level herrscht von Unglück, Trauer oder Frustration, dann ist das immer ein Indiz, dass ich schon seit Jahren nicht mehr auf meine Intuition höre, weil meine Intuition versucht sekündlich, mich da rauszuholen. Weil zu wenig Lebensenergie ist früher, später immer lebensgefährlich. Ne? Je höher meine Lebensenergie ist, desto stabiler, desto gesünder bin ich und desto eher ist mein Überleben gesichert. Und das Überleben des Lebewesens ist immer das Ziel eines Instinkts. Ne? Und wenn man sich zum Beispiel mit den alten Religionen beschäftigt, dann wird man feststellen, dass nahezu fast alle konservativen oder alteingesessenen Religionen nichts anderes waren als Techniken, letztendlich den Menschen beizubringen, wie sie auf etwas, was sie nicht greifen können, letztendlich auf etwas vertrauen können. Es waren unterm Strich waren das immer Lebenstechniken, um die Intuition, das Innere letztendlich zu fördern. No? Und dafür hat man dann in vielen Fällen im Prinzip eine äußere Geschichte aufgebaut, wie ein Gott oder Engel oder sonst was, weil den meisten Menschen es leichter fällt, an etwas Übernatürliches zu glauben, als an sich selbst. No? Ja. Aber das Ergebnis ist das Gleiche. Glaube ich letztendlich an etwas, was ich nicht greifen kann, weil es etwas ist, was letztendlich nicht bewiesen werden kann, mache ich das genau das gleiche Prinzip, als würde ich an mein Unterbewusstsein glauben. Mhm. Ja. Qualitativ ist es das Gleiche. Ja. Ja, mega interessant. Das ist wirklich spannend. Ja, echt ein spannendes Thema. Vielen Dank, dass du das so ausführlich dargelegt hast. Ich bin total begeistert. Ich werde mir das nochmal in Ruhe anhören, weil ich das einfach mal ein bisschen sacken lassen muss. Aber es ist total spannend, dass man wirklich die Intuition von den Ängsten trennen kann. Und ich hoffe, dass wir vielen Leuten einen Gefallen tun können, dass sie das jetzt besser verstehen und ja, wissen, wie sie ihre Lebensführung etwas besser hinbekommen. Also ich danke dir von Herzen für dieses schöne Interview. Ja, gern geschehen. Und freue mich, wenn wir uns mal wieder hören oder sehen. Okay, also ciao, Steffi, schönen Tag noch. Tschüss.